herzlich willkommen zur weiteren Folge von The Star Wars The Old Republic. Ja, in der letzten Folge haben wir uns dann am Ende richtig lang auch noch die Raumstation, wo ich hier gerade bin, angeschaut. Und ich kann euch eins sagen, es ist übel, es ist richtig übel. So viel Zeug und ich muss so vieles nochmal wieder lernen. Also es ist, wie gesagt, 6-7 Jahre, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist richtig, richtig übel. Aber... dafür sind wir ja da. Und jetzt geht's nach Coruscant. So. Also, auf geht's. Moment. So, und wir müssen uns jetzt erstmal uns anmelden. Sprichst du aus eigener Erfahrung? So, und dann, das heißt, wir müssen jetzt zum Senatsgebäude. Ihr seid hier. Es ist mir eine große Freude, die Elite der Republik zu treffen. Ihr habt euch auf Tython einen ziemlichen Ruf erworben, eigenhändig eine Bedrohung vom Jedi-Tempel abzuwenden. Inspirierend. Okay. Verzeihung, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Wo hab ich nur meine Manieren? Vergebt mir. Anitol Rospa, Verbindungsoffizier für besondere Angelegenheiten auf Coruscant. Ich bin im Namen von Vanara Keil hier, Senatorin auf Coruscant. Sie repräsentiert nicht nur unsere Welt im Galaktischen Senat, sie steht auch der Regierung dieses Planeten vor. Senatorin Keil leitet den Wiederaufbau all dessen, was durch die Invasion des Sith-Imperiums zerstört wurde. Diese alten Wunden zu heilen braucht Zeit und ist schmerzhaft. Der Krieg ist schon lange vorbei, wir müssten uns doch längst erholt haben. Einige Wunden sind tiefer als andere. Diese Welt hat viele Baustellen. Eine zerstörte Infrastruktur, steigende Flüchtlingszahlen, ganze Sektoren, die in Anarchie versinken. All das verhindert den Wiederaufbau. Senatorin Keil glaubt, dass ihr perfekt dafür qualifiziert seid, eine äußerst dringliche Gefahr abzuwenden. Sie wüsste es sehr zu schätzen, wenn ihr sie treffen würdet. Sofort. Wie lange lungert ihr schon hier im Raumhafen herum, um die Ankunft meiner Fähre zu erwarten? Meine Zeit ist die Zeit der Senatorin und ich warte niemals lange. Senatorin Keil ist die größte Anführerin, die wir seit Jahren hatten. Sie baut nicht nur diese Welt wieder auf, sondern zugleich den Rest der Republik. Sprecht mit Minister Imok im Senatsgebäude. Sagt ihm, ihr werdet erwartet. Viel Glück und willkommen auf Coruscant. Okay.
Schaut schon genial aus. Kann man sagen, was man will. Nö, passiert nichts. Das sind Flashpoints. Ah, das haben wir ja auch auf der Station gesehen. So, das hier ist die Taxirampe. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Huttenstadt und Jedi-Tempel. Alles klar. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ja, das machen wir dann bei Zeiten. Dann fahren wir sowieso alles ab. Okay, da geht's in den Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Seht Nö. Euch ruhig um. Das ist der Garten der Gleichheit. Sehr interessant. Das ist ein Handelsposten. Schauen wir. Das ist mein Angebot. Seht euch schnell um. Aber ich kann sowieso. Sonderaktionen? Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Viel Glück da draußen. Tun wir das auch noch freischalten. Was bist du? Ah, Garten der Gerechtigkeit. Jetzt warte noch ein bisschen. Wenn wir wieder rauskommen. Aber erst Meister Orgus und dann sehen wir weiter. Was ist los? Du erinnerst dich an Meisterin Kiwix und ihren Padawan Kira? Das hier sind General Fasatra und Dr. Eli Tarnes. Wir reden gerade darüber, wieso die Republik im Geheimen eine Waffe gebaut hat, die ganze Planeten zerstören kann, ohne zuvor die Jedi zu konsultieren. Meine Arbeit kann man kaum als Waffe bezeichnen.
Es ist die humanste Militärtechnologie, die jemals erfunden wurde. Einmal aktiviert, überlädt der Planetenfänger die obere Atmosphäre eines Planeten und verwandelt ihn in eine riesige Ionenkanone. Jedes Raumschiff, das den Planeten anfliegt oder verlässt, wird vollständig außer Gefecht gesetzt. Die ideale Kontrolle von Feinden, ohne Opfer. Habt ihr die Sicherheit dieses Planetenfängers getestet? Wir waren dabei, einen Feldtest zu starten, als diese sinnlose Debatte begann. Ungeachtet dessen habt ihr es zugelassen, dass eure Dateien mit den Entwürfen von gewöhnlichen Dieben gestohlen wurden. Ich bezweifle, dass die Diebe überhaupt ahnen, was sie da haben. Außerdem sind die Dateien verschlüsselt. Unsere Leute folgen jeder möglichen Spur. Bei allem Respekt, alter Freund. Meint ihr nicht, es ist an der Zeit, dass die Jedi eingreifen? Meisterin Kiwix und ich müssen mit dem obersten Kanzler sprechen. Ich brauche dich hier, um diese Entwürfe zu finden. Ich werde euch nicht enttäuschen. Du bleibst auch hier, Kira. Deine Kompetenz in Sachen Sicherheit könnte von Nutzen sein. General, wir haben eine Spur der Diebe. Das ist Agent Galen vom Strategischen Informationsdienst. Agent Galen, diese jungen Jedi werden euch unterstützen. Vor 32 Stunden haben Diebe ein Militärlager überfallen. Sie haben Waffen, Versorgungsgüter und Dateien über das Planetenfängerprojekt gestohlen. Der Anführer der Diebe hat einen Fehler gemacht und sein Gesicht einer Überwachungskamera gezeigt. Wir konnten ihn in unserer Verbrecherdatenbank finden. Vistis, ein rhodianischer Schmuggler, der sogenannten Händlergilde der Migranten angehört. Ein Haufen gemeiner Verbrecher. Warum sollten fremdartige Verbrecher ein Militärlager ausrauben? Sie müssen gewusst haben, woran ihr arbeitet. Unmöglich. Es muss ein Zufall sein. Die Gilde ist ein gewalttätiges, gut bewaffnetes Verbrecherkartell. Nur ein Jedi könnte in ihr Hauptquartier einbrechen. Oh je, ich muss mich einen Moment hinsetzen. Entschuldigt mich. Agent Galen, benutzen wir doch euer praktisches Sicherheitsnetzwerk, um die Verbrecher abzulenken. So haben mein Freund und der Dieb ein wenig Zeit für sich. Wenn ihr wisst, es findet, kontaktiert mich. Die Dateien haben oberste Priorität. Aber versucht auch, das übrige Diebesgut zurückzuholen. Viel Glück. So, und damit habe ich meine nächste Mission. Ich muss holotisch gestellte Raketen, Munition und Waffen zurück. Alles klar, mach mal. Und da ist mein T7. So, Minister Imok muss ich noch reden. Bemrati Haivo, Semper Finst Jun, Umnesan, Dumo Ganyor Nol. Danke, dass ihr so kurzfristig für mich Zeit hattet. Ich bin Senatorin Vanaha Kail. Vergebt meine Direktheit, aber Zeit ist ein Luxus, den ich mir nicht gönnen kann. Wie ihr vielleicht wisst, ist Coruscant von Flüchtlingen vor der imperialen Tyrannei überschwemmt. Viele sind schon seit Ausbruch des Krieges hier. Die Flüchtlinge haben den alten galaktischen Markt übernommen und sich in Läden und Lagerhäusern verschanzt, die während der Plünderung von Coruscant aufgegeben wurden. Sie weigern sich zu verschwinden. Tut die Republik irgendetwas für diese Flüchtlinge? Die Ressourcen sind knapp. Viel können wir nicht tun. Wie so oft, wenn Angst und Armut vorherrschen, hat sich ein kriminelles Element erhoben, um die Situation auszunutzen. Die Händlergilde der Migranten war ursprünglich eine politische Gruppe, um die Interessen der Flüchtlinge zu vertreten. Über die Jahre hat sie sich zu einem skrupellosen und mörderischen Verbrechersyndikat gewandelt. Haben die Verbrecher eine Hierarchiestruktur, einen Anführer? Es ist ein Konsortium mächtiger Verbrecherbosse. Wenn einer fällt, nimmt ein anderer seinen Platz ein.
So sind sie schwer zu besiegen. Die Händlergilde der Migranten ist extrem aggressiv und gefährlich geworden. Ihre Vollstrecker haben sich mit Militärwaffen ausgestattet. Heute sind ihre Schläger auf die Straßen gegangen. Sie haben unser Sicherheitspersonal angegriffen, Feuer gelegt und Aufstände angezettelt. Wir stehen einem bewaffneten Aufruhr gegenüber. Haben diese Verbrecher irgendwelche Forderungen gestellt? Sie scheinen es nur auf Zerstörung abgesehen zu haben. Generationenlang war der alte galaktische Markt die zentrale Umschlagstelle für den Handel auf Coruscant. Er ist nicht nur von großer wirtschaftlicher Bedeutung, sondern auch ein Symbol für die Freiheit der Republik. Die Kommkanäle sind gestört. Wir haben den Kontakt zu unseren Sicherheitskräften verloren. Ich brauche eure Hilfe, um diese Krise zu beenden. Die Verbrecher dürfen nicht gewinnen. Ich werde mich darauf konzentrieren, die Leute zu retten, die zwischen den Fronten festgenagelt sind. Es ist nicht die Pflicht eines Jedi, Verbrecher zu strafen. Ich vermute, dass sie sich selbst strafen, indem sie euch angreifen. Tut, was immer nötig ist, um unschuldige Leben vor diesem kriminellen Abschaum zu beschützen. Sucht meinen Sicherheitschef, Captain Winborn, auf. Er wird euch helfen. Viel Glück. So, und damit haben wir jetzt zwei weitere Missionen. Also, wir werden uns natürlich jetzt... Oder schau... Wisst ihr was? Gehen wir mal kurz ins Senatsgebäude. Schauen wir uns mal... Da poppt eine Mission auf. Naya Nam Ramkam, Kala Ankamani Mani, Livik Bak. Das war nicht gerade ein subtiler Versuch, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Was soll ich jetzt dagegen tun? So, ein bisschen Einfluss habe ich verloren bei T7, aber das macht nichts. So. Und poppt jetzt noch eine Mission auf. Nö. Doch. Ah, das ist nur eine PvP-Einführung und die Raumjäger-Einführung. Alles klar. Thank you.
Stimmt. So, auf geht's. Reisen wir zu den einzelnen, und wir werden bei Zeiten dann anfangen auch. Da waren wir ja schon mal. Bitte wählen Sie eine Verfügung. Also das ist schwarze Dings. Wir werden das hier. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Perfekt. So. Wir sind jetzt hier in Coruscant. Also es ist wirklich verdammt viel und ich muss mich, wie gesagt, noch ganz gewaltig umschauen. Bin gerade etwas verwirrt durcheinander. Keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall freudig erregt und weiterhin gespannt, wie das Ganze wird. Also, Leute, ich werde jetzt an dieser Stelle das Ganze beenden. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Glocke, und allen schönen Tag, macht's gut, Servus, möge die Macht mit euch sein, wir sehen uns im nächsten Video.